Garten von Udvin, Zombies. Oh, jetzt hat's gerade geruckelt und meinen Schnitt versaut. Aber ihr wisst doch, was kommt. Ja, es gibt wieder Schnorchelzombies. Schweinehunde. Was machen wir hier? Ja, wir könnten mal wieder mit den tollen Pulten kommen. Hatten wir doch lange nicht mehr. Gut, war jetzt erst vor kurzem, aber egal. Machen wir euch noch euch. Und... ja, Sonnenblumen wären eigentlich auch eine ganz tolle Idee. Fällt mir gerade mal so am Rande ein. Ja, dann müssten wir auch mal ohne diese Dinge auskommen. Also ohne die... Na, jetzt komm. Ich hasse es, wenn ich irgendwas sagen will und dann verfliegt's mir. Ohne die Kürbisse auskommen. Weil die Schnapper setze ich jetzt mal dann hinter die Walnüsse. Dann sind die Schnorchelzombies auch ruckzuck Geschichte. Ganz ohne Aufwand. Verdammt. Wir haben doch gar keine Zeit. Nee. Ich hätte eigentlich nur die Cornerpulte bauen. Ach, okay. Egal. Wir haben doch gar keine... Jetzt, also jetzt ist es langsam so weit, dass ich mein Gehirn am liebsten recyceln würde. Das gibt's doch nicht. Wir haben doch gar keine... Ja, was haben wir nicht, ist die Frage. Worüber habe ich mich gerade aufregen wollen? Doppelsonnenblumen? Nee, das war's nicht. Oh Mann. Ja, noch ein bisschen Restkrankheit, die mir in den Kopf steigt. Und die natürliche Verplantheit. Das ist eine tolle Kombination. Auf jeden Fall irgendwas haben wir nicht. Dafür haben wir Jalapenos und Kirschbomben. Beides. Ja. Yeah. Ist das nicht schön? Oh, kommt da wieder. DJ Blumenauswahl. Jo, jo. So. Was gibt's denn noch? Irgendwas wollte ich mich aufregen. Hochwallnüsse sind es auf jeden Fall nicht. Schließlich sind hier keine Zombies, die irgendwie drüber springen können, aber die normalen Walnüsse. Dementsprechend brauchen wir die nicht mehr unbedingt. Was war es, was mich so ungemach werden ließ? Was war es? Welch Schande, dass dies nicht mehr in mein Zerebrum hineindringt, diese Information. Ach, egal. Jetzt wollte ich das beinahe hinbauen. Gottes Willen! Stellt euch vor, was passiert wäre. Der dritte Weltkrieg wäre ausgebrochen. Mensch, ey. Bin ich aber froh, dass das noch verhindert werden konnte. Mal ein bisschen Buddha ins Spiel bringen. Von dem Typ hat man ja lange nichts mehr gehört, von Buddha. Bitte etwas schneller. Dankeschön. So, und jetzt bitte schießt den Zombie ab. Sei ein braves Cola-Pult und schießt den bösen Zombie ab. Ich mache auch extra so eine Blume davor, dass du noch ein bisschen Zeit gewinnst. Süste, das müsste doch reichen. Jupp, hat's gelangt. Perfekt. Ich bin stolz auf dir. Oh, ich hoffe, ihr hört den Hund nicht. Und nein, das ist keine meiner Einbildungen. Der Hund macht gerade wirklich was. Ich hoffe, ihr hört ihn einfach nicht. Ansonsten einfach lächeln und winken. In der letzten Zeit wird er ein bisschen öfters bei mir abgesetzt. Dementsprechend nicht wundern, wenn man den jetzt hin wieder hört. Und das ist man normalerweise gar nicht gewohnt von mir. Kommt nicht so mega oft vor. Keine Sorge für die Leute, die es stört. So. Jetzt können eigentlich schon die ersten Melonapulte... fällt aber auch gerade auf, ich könnte mal... Eine Reihe Melonapulte müsste eigentlich reichen, oder? Ja. Dürfte eigentlich ganz gut gehen. Oh, da muss unbedingt hier kommen, oder? Du musst das ja unbedingt... Weißt du was? Hier, nimm das. Eine Reihe Melonapulte muss einfach mal reichen. Da machen wir einfach eine... dass die Pultbrüder allesamt mal... zum Einsatz kommen gleichzeitig. Gut, das hat man zwar, ist zwar auch nichts Neues, aber... aber zumindest ist es... Ach, die werden trotzdem beschossen? Die Pulte? Ja, natürlich!
Die Pulte schießen ja in den Bogen. In einer Parabel. Aha, krass. Das bedeutet, die können ja unter Wasser sogar reinschießen. Krasse Sache. Okay. Na, auf jeden Fall, dass wir es mal haben, dass eine Reihe von jedem Pultbruder da ist. So direkt. Ich glaube, so haben wir das auch noch nicht direkt gemacht. Interessant. So, nächstes Pult. Dann brauchen wir die schon fast gar nicht. Aber egal. Läuft doch immer noch gut. Jetzt können wir schon fast die hier setzen. Jetzt sind wir dann schon bald fertig mit unserem Aufbau. Herrlich, nicht wahr? Der Herrlich stimmt zu. Der Herrlichkönig. So. Da kommst du noch rein. Dann noch 600 für die beiden hier. Nochmal 300 für die beiden hier. Und dann noch ein bisschen was anderes. Das dürfte eigentlich gehen. Die Walnüsse setzen wir immer sofort, sobald sie bereit sind, weil die so einen langen Cooldown haben. Der Rest gibt sich doch ganz gut. Ja. Soviel zu dem Thema. So, jetzt haben wir's. So, du machst mal schön Platsch. Richtig. Na, na, na. Vor dem Essen Zähne putzen, mein Freund. Ansonsten gibt's den Kopf ab. Etwas radikalere Erziehungsmaßnahmen, aber man muss doch irgendwo durchgreifen können. Obwohl ich das mit dem vor dem Essen Zähneputzen ein wenig seltsam finde. Danach macht eigentlich mehr Sinn, aber ich mach's mal. Sagen wir's mal so, wenn man sich frühst die Zähne putzt, hat man ja keine andere Wahl, als sich vor dem Essen die Zähne zu putzen. Sagen wir's mal so. Ach ja. Und abends vergesse ich sie dann wieder. Arr. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt kommen wir ernsthaft vom Plan fürs Zombies aufs Zähneputzen. Dank meiner intelligenten Themenauswahl konnte dies gewährleistet werden. Ach ja. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Sie können in Euro oder in Sonnen bezahlen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es Euro sind. Da unten werden Euro angezeigt. Aber ein bisschen krass für Euro. Also, dann ist das Zombiejäger-Geschäft ja ziemlich rentabel, muss ich sagen. So, jetzt haben wir es doch bald geschafft. Nicht wahr? Das schaut jetzt mal irgendwie ganz cool aus, der Aufbau, muss ich sagen. Hat was. Hat was Spritziges. Haha. Hey, noch eine Walnuss, dann haben wir unser Ziel erreicht, unser vorläufiges. Unseren Jahresplan erfüllt. Wir könnten dann schon fast ein paar Bomben setzen. Einen auf Bomberman machen. Und das Geld kommt rein. Perfekt. 50, 10, also wenn das wirklich so mit den echten Euros wäre für ein paar Zombies, die so langsam vor sich hinschlurfen. Also, ehrlich. Das wäre doch schön. Ja, ja, Zombiejäger. Der Traum eines jeden Kindes. Vergesst das zu laut, Feuerwehrmann oder Polizist oder sowas. Zombiejäger ist in. Das haut rein. Letzte Welle. Dann wollen wir mal gucken, wie letzt die Welle ist. Ihr wisst schon. Bum, bum. Und jetzt ist erstmal aus. Zeit. Mit Bomben zumindest. Aber wir haben es geschafft. Und noch mehr Geld. Dankeschön. Und Sack.